Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Haus Flipper 2, dem Heimwerker Simulator, wo wir in dieser Folge unsere Küche bauen werden. Unser erstes Haus, das wir selber flippen, ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Wir schauen mal. Haushaltsgeräte. Haben wir irgendwie... Können wir... Na gut, Zubehör, Tische, Aufbewahrung, Sitzgelegenheit, Haushaltsgeräte, Großgeräte, Kleingeräte. Naja, das ist ja jetzt nicht... Können wir das irgendwie nach... Hier gibt es keine Filter, ne? Nach den Räumen sortieren? Naturdeko? Nee. Zubehör ist ja jetzt nicht gerade, was wir wollen. Tische, Aufbewahrung. Regale. Weil, guck mal, wir haben für Badezimmer haben wir separat. Na gut, hier wären auch nochmal eine Großgeräte, Kleingeräte, aber es sind Kühlschränke. Aufbewahrung niedrig. Es wäre cool, wenn wir das irgendwie... Schränke, funktionelle Schränke. Hängeschränke, Standschränke, okay. Darüber können wir gehen. So, das heißt, wir bauen uns unsere Küche. Wir sind ja unserem Stil, wollen wir gerecht bleiben, dass wir alles möglichst hell haben wollen, weil das Haus insgesamt, so wie alle Häuser hier irgendwie im Spiel, auch ein bisschen dunkel auf mich wirken. Das heißt, würde ich jetzt hingehen und gucken, haben wir helle, das wäre Varnamo-Serie wahrscheinlich wieder, eine Backofen-Varnamo. Was ist denn da der Unterschied zwischen dem und dem? ...95... ...100. Also wir müssen mal gucken, mit welchen Höhen wir hier arbeiten wollen. Labrax. Rosaton. Ist auch modern, ne? Eieiei, fürs Bad. Hängeschränke. Varnamo. Pass auf. Varnamo. Oh. All Things Varnamo. So gefällt mir die Sortierung. Geschirrspüler ist das. Okay, Schrank. Das ist alles 100 hoch. Fangen wir mal hiermit an. Hier in die Ecke. So, dann brauchen wir eine Spüle-Varnamo. 100 hoch. In der Nähe des Fensters hier zum... Haben wir dann Varnamo eine Eckschrank? Ja, hat's. 100, aber schwarz ist der, ne? So einer. Ist wahrscheinlich cooler, ne? Das ist eine richtig schön große Garderobe-Kochküche hier. Ist natürlich jetzt blöd mit der Fensterbank. Aber es geht noch einen kleinen Schritt zurück. So, und da kommt jetzt die Spüle hin. Da kann man schön beim Spülen kann man rausgucken. Dann kann man sich so sagen, oh Mann, Leute, da draußen habt ihr schon Feierabend, ich muss noch den Abwasch machen. Wer kennt's nicht? So. Dann einen normalen kleinen Schrank nochmal daneben. So, muss ja da nicht bis an die Wand gehen. Dann passt der nämlich hier dann hier daneben. Das ist alles Anrichte. Unter der Anrichte kann natürlich auch eine Spüle sein. Geschirrspüler. Den hier. So, gibt es einen Kühlschrank-Gefrierkombi? Gibt es nicht, ne? Gibt nur den normalen Kühlschrank. Da machen wir hier so einen Schrank mit Schublade. Mit ne, Besteckschublade. Wie bin ich jetzt gelandet? Ein Schrank mit Besteckschublade. Na, gucken wir mal, ob da jetzt der Kühlschrank hinpasst. Das ist ja ein schmaler. Perfekt. Dann haben wir jetzt zwar keinen Gefrierschrank, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich muss hier ja nicht arbeiten. Die Fliesen würde ich nochmal gerne überarbeiten. Dann nehmen wir mal Fliesen für die Küche. Richtig schöne leuchtende Keramikfliesen. Schnittmuster.
Oh, das sieht bestimmt cool aus. Nur ein bisschen größer, so. Und da wird unser leichter Blauton, ja? Der dezente, bitte. Ich sagte der dezente. So, mal ganz kurz. Das sind vier. So, ein bisschen aus wie Garagentor. Warum nicht? Die gute alte Garagentorküche. Wer kennt sie nicht? Wir gehen auch hier mal durchgehend. Und dann machen wir das hier als Bordüre. Oder wie das heißt. Kann man machen, glaube ich. Kann man mal machen. Ja. Speaking of. Oberschränke. Wie hieß das nochmal? Hängeschränke, genau. Und dann die Linie war Vanamo. Vanamo. Das hat ja super geklappt. Hängeschrank. Hängeschrank mit Mikrowelle. So, dann bündig, ne? Dann hier drüber, würde ich sagen. So. Und dann sowas hier. Meistens brauchen wir ja so viel gar nicht, ne? Die Frage ist, haben wir jetzt so einen Schrank mit Dunstabzugshaube? Sieht mir nicht so aus, ne? Also theoretisch einen haben, der nochmal runter geht und der verschlossen ist, damit wir da eine Dunstabzugshaube drunter bauen können. Wieso sind ja jetzt... Habe ich da die hellen genommen und da die dunklen? Täuscht das? Die können ja mal umdesignen, aber die scheinen da alle das gleiche Design zu haben. Das täuscht irgendwie nur. Da ist irgendwie die Overlay-Textur anders, kann das sein? Stil kopieren, abbrechen. Stil kopieren. Aber ich will den hellen Stil haben. Warte mal. Abbrechen. Stil kopieren. Einfügen. So wie hier, ne? Abbrechen. Kopieren. Ist überall. Okay. Ja, so sieht das ganz gut aus. Dann tun wir so, als wäre die Dunstabzugshaube. Jetzt müssen wir natürlich da den Herd hin machen. So. Schränke, Dekorationen, Haushaltsgeräte. Abigail. Induktionsfeld. Oh, ich glaube, ich hatte im letzten Haus das verdreht eingebaut, ne? Hör's mal so. Genau. So, dann können wir jetzt, damit das nicht so auffällt, können wir den Schrank da oben nochmal kopieren, nochmal dahin machen. Dann ist das, glaube ich, ganz gut. Da fällt es nicht so auf, dass das gewollt und nicht gekonnt ist. So. Ich glaube, es ist ganz gut. So, finde ich eine schöne große Küche, wo man was tun kann. Und dann haben wir das auch. Genau, jetzt brauchen wir noch den Wohnzimmerbereich und das Schlafzimmer. Wir gucken trotzdem mal. Ich bin so gespannt, was wir dafür kriegen. Wir haben noch 23.000. Schlafzimmer. Schlafzimmer würde ich gerne zumindest hier unten dieses Dunkle weg haben. Ich glaube, das Blau können wir sogar lassen, auch so wieder so als Hommage daran, wie es mal aussah und dass wir das Haus ja alt übernommen haben. Das müssen wir so ein bisschen die Erzählung beibehalten. Beim Boden würde ich vielleicht ein paar Teppiche reinlegen zumindest, um dann Kontrast zu haben, aber wir gehen jetzt mal hier auf Oberflächen und dann sagen wir bei Tab
andererseits, nee. Oder? Also erstmal größer, ne? Ich glaube, das kann man nie so groß genug haben. Und dann würde ich das zwar in dem Tigermuster lassen. Aber etwas aufgehellt. Um andere Farben. So vielleicht. Nee. Die Frage ist, was lassen wir? Die Tapeten oder machen wir die Paneelen? Wir machen die Paneelen neu. Weil die haben wir nämlich so in der Tat noch gar nicht getestet, diese Paneelen hier. So, was würde denn jetzt in einem modernen Haus dann dazu passen? Zu dem braunen Boden, den blauen Paneelen. Das hier, warm, glänzend. Birkenholz, wahrscheinlich auch ganz cool. Etwas helleres Birkenholz. Wieso soll ich denn da so ein Schnittmuster drauf machen, wenn das Birkenholz sein soll? Hä? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Geht das noch heller? Drehung? So, machen wir es. Da haben wir natürlich diese Bordüre nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall heller. Aber warte mal, wir können die so lassen, ne? Als Reminiscence, wie das mal aussah. Reminder, Reminiscence, egal. Hauptsache Fremdwort. So, neue Vorteilspunkte Oberfläche. Da bin ich gleich mal gespannt, was wir uns da holen können. Da holen wir uns was. Lass mal holen. Das ist so, diese Sprache manchmal. Vorteile. Das haben wir ja schon gemacht, ne? Du kannst noch mehr Fliesenpaneele und so weiter auf einmal tragen. Gut. Kann man nicht meckern. Ah, jetzt muss der Boden muss neu. Lass uns mal gucken, ob es da Teppichboden gibt. Ich würde gerne Teppichboden reinlegen. Teppichboden. Ha, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Oberflächen. Tapete, sonstige. Korkboden. Ich liebe Korkboden. Warum immer in Schwarz? Ich hätte gerne so ein... So leicht in Schweinchenrosa gehende. Korkboden ist toll. Du gehst mit blecken Füßen drüber. Es ist immer irgendwie warm. Es ist angenehm. Es ist wohlig. Du musst halt auf die Versiegelung achten, ne? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Aber bei mir, meine ganze Wohnung, ist das alles Korkboden. Alles. Also außer Küche, ne? Und Bad. Also meine gesamte Wohnung außer Küche, Bad und Flur. Warte mal. Es sieht ein bisschen schlicht aus, aber es ist wirklich cool. Also wenn ihr das mal probieren wollt, vielleicht für ein kleines Zimmer oder na, so. Es ist so angenehm. Es ist wirklich so angenehm. So, wir brauchen ein Bett. Moderne junge Familie, haben wir gesagt. Die haben vielleicht auch dann irgendwann Nachwuchs. Frage ist Französisch oder normal? Da sehe ich uns eher oder sowas. Von den Farben her passt ja schon. Ist eigentlich ganz gut, ne? So ziemlich groß für dieses Zimmer. Aber ja, es ist wirklich sehr groß. Lass mal ein bisschen hier rüber gehen. Damit wir hier so eine Art Kommode hinstellen können, ne? Innenbereich, Schränke. Standschränke. Da würde ich jetzt in Anlehnung davon
ne, dass wir auch wieder so klassische Elemente einbauen, wäre ja dann sowas hier, so ein bisschen so Richtung klassischer Kommode. Ist das ein Küchenschrank? Ja, wäre es wahrscheinlich eher sowas hier, ne? Aber dann in hell. Oder hier so ein Kleid, so ein großer, der klassische große Kleiderschrank. Ein Birke. Die Griffe dunkel. Passt nämlich genau da rein, ne? Nee, er passt genau nicht da rein. Ist immer noch irgendwie so ein bisschen, dass man so einen kleinen Tick noch mal weiter justieren können. So geht's aber. Oh, ist eigentlich ganz schön, ne? Jetzt kann ich natürlich so kleine verspielte Sachen hier reinmachen, aber wir wollen das ja flippen und ich glaube, es ist... Ich weiß nicht, wie es vorgesehen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich dann derjenige dann diese Kleinigkeiten dann selber einrichten will, ne? Also so kleine Deko-Gegenstände und so, das ist schon schwierig, ne? So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir das Wohnzimmer. Das war's nie aus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da bin ich gespannt, ob wir, ja, wie viel wir dann kriegen. Wir haben nur 18.000 im Geldbeutel. Mal gucken wir mal, wie viel wir dann hiermit verdienen können überhaupt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.